So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel, hier ist BorrowedMLP. Und ja, wir befinden uns hier jetzt wieder in MWG3, nicht im Spiel live, sondern einfach wieder ein Gameplay, was ich sehr lange nicht mehr gemacht habe. Und ja, wir spielen Herrschaft auf der Map Resistance, aber bevor ich jetzt zu meinem Klassensetting komme, werde ich jetzt erstmal synchronisieren. 11, 10, 9, 8, 7, das sollte auch schon reichen. Und ja, ich spiele hier mit ein paar Bekannten, aka Freunden. Nein, natürlich mit ein paar, also jetzt nicht im Team, so mit Absprache und so, weil ich habe ja auch gar kein richtiges Headset. Und ja, ich spiele jetzt hier mit der PM9 schallgedämpft, mit keiner richtigen ordentlichen Tarnung, weil ich habe da die PM9 gerade ganz neu, also das war, glaube ich, die Runde, wo ich das zweite Mal die PM9 erst gespielt habe, oder das dritte Mal. Ja, und die war eben, deswegen hatte ich noch nicht so viele schöne Gimmicks dafür. Ich hätte eben nur den Schalldämpfer drauf und keine Magazinerweiterung oder Schnellfeuer, so wie ich die normalerweise auch empfehlen würde mit Schnellfeuer und Schalldämpfer. Und ja, dann habe ich hier eigentlich relativ gut gespielt, auch vom Technischen her. Und dass es so aussieht, dass ich nicht richtig aimen könnte, das liegt einfach nur im Kinomodus. Und in Wirklichkeit ist mein Aim eigentlich sogar relativ gut. Werdet ihr auch immer sehen, dass es so aussieht, als würde ich daneben schießen, obwohl ich treffe. Das ist auch kein Heck oder sowas, das ist einfach so weil Baum. Und ja, eigentlich ist das hier auch wieder nicht so richtiges Gameplay mit richtigen Thema bezogen, sondern... Und da, den habe ich... Ach doch, den habe ich schön ausgetrickst, weil ich habe mir einfach gedacht, wo er längst laufen würde als Sniper. Und dann würde ich auch hier hochlaufen und... Tack! Dode ist er. Und da ist auch schon der erste Helikopter. Zu den Abschussserien auch nochmal einmal die Predator-Drohne. Der Kampfheli und die Reaper-Drohne. Und ja, das war eigentlich auch noch, weil das eben auch einer nur meiner... Scheiße. Aua. Das hat mich gerade selber so überrascht, dass ich selber Scheiße gesagt habe. Nur so niedrige Abschlussserien, weil das eigentlich einer der ersten Runden war, die ich seit langer Zeit wieder MW3 gespielt habe. Also mit einer der ersten. Ich habe davor schon ein bisschen gespielt. So ein paar Runden. Au. Das tat sehr doll weh. Und hier bin ich jetzt am Anfang ab und zu mal gestorben und am Ende auch nochmal. Das liegt aber einfach nur daran, dass ich ein bisschen fahrlässig war. Und einfach nicht richtig aufgepasst habe. Also es hätte auch ein besserer Endscore wieder werden können. Wären wir mehr Objective gegangen. Also heißt es länger... Oh, der Camper regt mich sogar noch im Nachhinein auf. Wenn ich auch noch... wie heißt es denn? Hätte ich dann auch noch mit so gespielt, dass ich die Fahnenbalance halte. Und ja, aber das ist gar nicht das Thema dieses Gameplays. Ich will jetzt nicht taktische Tipps geben, was natürlich auch nicht schlecht ist, wäre... Und hier sieht es natürlich wieder aus, als hätte ich rechts daneben geschossen, aber ich habe ihn wirklich getroffen, das könnt ihr mir glauben. Und ja, kommen wir zum ersten Thema. Ich wollte nur sagen, das mit Heavy Rain, das tut mir sehr leid, dass es teilweise ein bisschen asynchron geworden ist. Das ist mir beim Rendern auch gar nicht aufgefallen, weil die Originaldatei war nicht asynchron. Ich habe das eigentlich alles richtig gemacht, nur da muss irgendwas beim Splitten der Videos falsch gelaufen sein. Aber es ist nicht ganz so schlimm, weil das sind nur die ersten 6 Parts und dann werde ich heute oder morgen auch nochmal aufnehmen. Denn kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ich bin jetzt... Am 26., wenn ich mich richtig entsinne, bin ich weg, also außerhalb von Deutschland. Das sind 2 Tage vor meinen Ferien und ihr habt wahrscheinlich gar keine Ferien, weil in Hamburg und ein paar anderen Bundesländern sind sie schon... Gott! Scheiße! Versprecher! tut mir leid. Sind schon ein bisschen früher die Ferien als in anderen Bundesländern, deswegen bin ich jetzt schon ein bisschen früher weg. Und ich bin sogar noch 2 Tage früher weg, weil ich habe dann noch eine Schulbefreiung... warum, wieso, weshalb, ist eigentlich egal. Ist legitim, sagen wir es so. Ja, dann bin ich eben weg, dann muss ich ein bisschen vorproduzieren, deswegen werde ich auch ein bisschen mehr Heavy Rain aufnehmen. Ich würde sagen, das werde ich davor schon fast durchspielen und hier auch die erste Reaper, glaube ich. Und die Helikopter sind übrigens richtig heftig abgegangen. Und ja, dann werde ich eben ein bisschen im Voraus aufnehmen, so wie man das halt macht, wenn man in Urlaub fährt. Ich könnte natürlich mir jetzt auch eine Pause gönnen und gar nicht aufnehmen, aber ich finde... Jetzt, wo ich noch in der Aufbauphase bin, weil das geht jetzt mit den Abonnenten jetzt in letzter Zeit nicht so schnell und hier auch schön. Ja, das geht nicht ganz so schnell, aber ich habe Geduld. Hauptsache, ich habe ein paar, die mir zugucken. Das reicht mir eigentlich sogar schon. Die wollte ich nochmal gucken, ob er da ist. Und dann lege ich mich in die Ecke, was eigentlich taktisch sogar ziemlich schlau ist, sich so hinzulegen, dass es funktioniert. Und Boots, ja. Wollte ich noch irgendwas ansprechen? Asynchronität, ich bin weg. Noch irgendwas? Ach ja, ganz simpel. Falls ihr mehr MW3 oder irgendwelche Gameplays generell sehen wollt, gebt dem Daumen einfach einen hoch, ne? Nein, gebt dem Video einfach einen Daumen hoch, weil dann sehe ich, ob es euch gefallen hat. Und dann werde ich mich auch wieder mehr darauf konzentrieren. Ich habe es in letzter Zeit einfach nicht gemacht, weil ich von MW3 erstens gar keinen Bock hatte. Da habe ich nur noch Battlefield 3 gespielt, wo auch in der nächsten Zeit auch wieder Videos kommen werden. Und
Ja, und Black Ops 2, ich kann euch mal kurz sagen, ich werde vielleicht ein Gast-Gameplay davon annehmen, einfach nur um das Thema anzuschneiden, warum ich Black Ops 2 überhaupt nicht mehr spiele. Es geht mir einfach sowas von auf den Sack, weil es so super scheiße ist, das Spiel. Guck mal, ich bin ja einer, der spielt ohne Zielhilfe. Das kann man ja bei Black Ops 2 im Menü deaktivieren, was auch eigentlich man machen sollte, wenn man Skill hat. Aber es ist eben so, wenn man es deaktiviert, müssen es eigentlich alle deaktivieren, dass das Spiel Spaß macht und, wie heißt es, ausgeglichen ist, weil wenn ich spiele, dann sehe ich die Typen, wie ihr müsst mal wirklich euch reinziehen. Tut mir leid für Stottern jetzt, aber ihr müsst euch wirklich mal reinziehen, wie behindert das Spiel ist, was für ein Aimbot da von alleine eingebaut ist. Da braucht man gar keinen Hack mehr in Black Ops 2. Wahrscheinlich deswegen, weil da jeder Pisser so gut drin ist. Deswegen ist es bei Kleinkindern oder bei nicht so guten in COD oder in MW2 nicht so guten so beliebt, weil das einfach jeder spielen kann. Weil man muss da kein Skill für haben, glaubt mir. Wenn ich hab mal. Ich hab mal eine Runde lang ohne Zielhilfe gespielt, so dann schaffe ich meine Standard-KDs von 2er oder 3er-KD. Und dann habe ich einmal die Scheiße ausgemacht und habe 100 plus Gameplay. Und ich lade so eine Scheiße nur nicht hoch, weil ich weiß, es ist kein Skill. Das ist für mich keine Herausforderung, wenn ich solche Gameplays hochlade. Vielleicht wollt ihr die sehen, aber ich habe auch kein. Wenn da jemand kommt, ich habe ein 200 plus Gameplay geschafft, ja, mit den ganzen Hacks. Also auf Computer, glaube ich, ist es nicht so. Da habe ich Respekt vor denen, die das schaffen. Aber auf der PlayStation und Xbox weiß ich auch nicht genau, aber auf der PlayStation, Leute, es ist so leicht, ein gutes Gameplay in Black Ops 2 zu reißen, dass ich die gar nicht mehr hochladen will. Das kotzt mich sowas von an. Und hier eben auch sehr schön taktisch hinterm Auto, ist jetzt schon ein bisschen her. Ja. Und im Großen und Ganzen habe ich eigentlich meine Teamkameraden ein bisschen genervt mit dem Gameplay, weil ich hatte immer ein Heli oben und immer eine Reaper und dadurch sind die Spawns immer geswitcht von den Gegnern, aber das konnte man ja doch irgendwie noch ganz gut halten, dass ich immer wusste, wo die spawnen. Und hier auch sehr geil die Selbstmordhilfe. Ich habe eben eine ganz normale Granate geworfen und dann zwei Blendgranaten. Ich weiß nicht, wodurch er in den Last Stand gekommen ist, aber irgendwie ist er da ja wohl reingekommen. Und ja, wollte ich noch irgendwas Technisches klären? Ach ja. Boah, ich muss mal wieder ein bisschen ganz ruhig, ganz langsam reden, damit ihr mich auch versteht. Puh, einmal durchatmen. Ja, ich guck mal kurz, wie lange das Gameplay noch geht. Noch eine Minute oder so, keine Ahnung. Ja, ich habe einen neuen Avatar bei YouTube. Ich weiß nicht genau, ob er euch gefällt. Ich finde ihn zumindest besser als den vorherigen, weil der war wirklich nur hingeklatscht mit Gimp damals noch. Das Neue ist jetzt eben einfach, sind chinesische Zeichen und da steht einfach Boredom zum Beispiel, also Langeweile auf Chinesisch. Ist jetzt auch wahrscheinlich nicht das Endgültige. Das werde ich dann irgendwann, wenn ich das nochmal brauche, richtig schön überarbeiten. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, das Teil. Also es sieht doch ganz schnieke aus, vor allem wenn man es in groß sieht. So auf kleinem Teil sieht das ja nicht so wirklich heftig aus, aber ist schon ganz ordentlich. Ich kann ja kurz sagen, mit Cinema 4D einfach die Teile bei Photoshop als Pfad genommen, das mit einem bestimmten Tool in Cinema 4D 3D gemacht, dann noch ein bisschen die Kanten abgeschliffen, ein paar in den Lightroom reingepackt und so weiter und so fort, aber das will ich jetzt gar nicht sagen. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ich werde das jetzt nicht nochmal neu aufnehmen wegen den paar Versprechern. Aber naja, hier letzter Kill. Ein bisschen geil hier hin und her. Ding, ding. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt MW3 oder was auch immer. Tschüss.